Hallo, liebe Angelfreunde, der Ewald hinter der Kamera. Hallöchen, Popöchen. Und ich, wir begrüßen euch zu einem neuen Angelvideo auf Big Fish Media. Ewald und ich, wir haben uns heute zum Aalangeln am See verabredet. Und es gibt heute eine Weltpremiere, ich sage es euch. Das ist bestimmt der Eimer, auf den du sitzt. Nein, der Eimer ist es nicht. Da hat der Gregor sein ganzes Pep versteckt. Du Spinner. Hast du, die Sonne hat dir nicht gut getan, ja, heute. Ja. Hast du gesessen die ganze Zeit. Ja, ne? Ja. Ja, komm. Also, der Eimer ist auch neu, das muss ich zugeben, aber das ist nicht die Weltpremiere. Zur Erklärung, erstmal vom Eimer. In einem unserer letzten Aalvideos, da waren wir ja am Fluss und da ist mir ein Aal, den ich schon gefangen hatte, entwischt. Das gab vom Ewald viel Hohn und viel Spott, von den Zuschauern viel Hohn und viel Spott. Die ganze Szene hat sich über dich lustig gemacht. Das stimmt. Also nicht über dich, aber hat mit dir zusammengehört. Ja. Lustig gemacht hast du dich eigentlich. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, den Eimer habe ich heute dabei, denn wenn ich heute einen Aal fange, dann kommt der direkt in diesen Eimer rein, da kann der mir nicht mehr entwischen, da gehe ich heute kein Risiko ein. Du benutzt gar keinen Kescher, du wirst den doch, mit einen Kescher habe ich, aber dann kommt vom Kescher direkt hier rein, nichts abhaken im Gras und dann schwupps, das wird mir nicht mehr passieren. Also das ist der Eimer, aber die Weltpremiere kommt noch. Wir machen jetzt erst noch hier unser Angelgerät ein bisschen klar. Rutenhalter müssen noch rein. Und dann zur Weltpremiere. Ihr dürft gespannt sein, es ist wirklich der Hammer. Leute, bevor wir den Rutenhalter reinmachen in den Boden, erstmal Ewalds Verschwörungstheorie hier mit dem Pep. Ein alter Lappen ist hier drin. Ne? Also kein Pep, was auch immer das sein soll. Ja, ich glaube, du bist ja der Experte für diese chemischen Sachen. Na klar. Und also der Beweis ist angetreten. Alles legal, alles harmlos. Und jetzt können wir hier weitermachen. Ewald, bist du zufrieden? Ja. Sehr gut. So Leute, es ist soweit alles vorbereitet und jetzt kommt die Weltpremiere. Da sind wir besonders stolz drauf, auf unser Gemeinschaftsprojekt. Ihr werdet es schon kennen, wenn ihr unsere Videos regelmäßig verfolgt. Das kennt ihr, Ewalds Bestes, der High-Block-Stoff fürs Aal- und fürs Raubfischangeln. Der räumt so, damit haben wir und habt ihr auch schon viele dicke Fische gefangen. Es ist bei uns im Shop ständig ausverkauft, weil wir gar nicht mit der Produktion nachkommen und ihr so scharf drauf seid und so gut damit fangt. Und ja, ihr habt schon viele Filme davon von uns gesehen mit Ewalds Bestes. Und auch wie man das einsetzt, das wird so über den Köder gegeben. Und der Ewald und ich, wir haben uns gedacht, das ist super hier. Aber vielleicht können wir auch noch ein bisschen was anders machen. Eins draufsetzen, ja, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders. Weil wie gesagt, das wird so über den Köder gegeben. Das klappt ja auch mit der Dosierflasche hier ganz gut. Aber wir haben uns gedacht, warum nicht den Köder in das Aroma geben. Und deshalb, und jetzt geht es los, haben wir entwickelt Ewalds Bestes der Dip. Ewald, geil, oder? Ist geil, ne? Also kein Dip für Nacho-Tunken oder so? Sondern zum Nachtangeln oder zum Raubfischangeln auf Aal, auf Zander. Auch wie Ewalds Bestes. Also die Grundbasis ist Ewalds Bestes. Aber wir haben es noch ein bisschen verfeinert, würde ich sagen, bei Ewalds Bestes der Dip. Der ist konzentrierter. Und ihr könnt es sehen, die Farbe ist auffälliger. Also es ist ein richtiges Dunkel, ja so blutrot, würde ich sagen. Und wir haben es, ich habe es gesagt, konzentrierter ist es, blutrot. Das Aroma ist etwas konzentrierter. Und wir haben es hier in dieser großen Schraubflasche drin. Da könnt ihr das aufschrauben hier. Ich mache das jetzt mal. Das hält auch dicht, keine Sorge. Und es ist etwas dickflüssiger. Dickflüssiger natürlich, weil man gibt den Köder da rein, tunkt ihn da rein. Und dann nimmt man ihn wieder raus und das haftet dann auch besser am Köder, haben wir im Gefühl. Und es ist natürlich nicht so, dass ihr mit dem Dip dann halt nichts verschwendet, denn wenn wir das immer über den Boden machen, dann schüttet man das praktisch auf den Köder, da geht ein bisschen was verloren. Hier könnt ihr den Köder reinpacken, könnt es rausholen, was ihr nicht braucht, das tropft wieder dann da rein. Und deshalb denken wir, dass Ewalds Bestes der Dip, mal gucken, dass ich hier nicht das Grünzeug einsammle, mindestens genauso gut ist wie Ewalds Bestes. Den haben wir heute dabei, Weltpremiere. Wir haben ihn schon gerochen, haben ihn auch schon hier mehrfach mal unseren Bekannten, unseren engen Bekannten gegeben. Christian ist auch voll begeistert davon. Und jetzt werden wir ihn heute mal fischen.
Springen schon die Fische. Vielleicht werden die vom Geruch schon angelockt hier. Nee, das war, glaube ich, irgendein Barsch oder so. Ja, das war nicht das, was wir heute haben wollen. Also, Ewalds Bestes, der Dip kommt heute dran an unsere Köder. Und wir sind gespannt, was passiert. Und ihr seid dabei. Und jetzt machen wir die Köder parat. Und dann geht's raus. Und dann gucken wir mal, was Ewalds Bestes, der Dip kann. Für alle unsere Freunde, die sich hier Ewalds Bestes, der Dip, das erste Kontingent sichern wollen. Wir haben ja dieses erste Kontingent, ein überschaubares Kontingent, mit viel Mühe in Heimarbeit hergestellt hier. Also es gibt nicht so ganz viele Dosen. Wenn ihr es haben wollt, ich rate euch, seid schnell. Und es ist ja so, diese Dip-Dose hier, die ist relativ großformatig und wir möchten die auch sicher für euch verschicken, wenn ihr die bei uns im Shop von Absolut Angeln bestellt. Link natürlich in der Videobeschreibung hier. Und da müssen wir einen Karton haben für. Karton kostet natürlich Versandkosten, das ist halt so. Und da wir aber fair sein möchten, dass ihr dann auch für euer Geld und eure Versandkosten dann auch möglichst viel bekommt, haben wir nochmal unser Mikrofaser-Handtuch-Deal hier aufleben lassen mit dem Hersteller, den wir da an der Hand haben. Das heißt, wir packen euch zu Ewalds Bestes der Dip dann diese zwei praktischen Mikrofaser-Handtücher hier. Kann jeder gebrauchen, nicht nur zum Aalangeln. Für alle möglichen Angeltechniken braucht man ein Handtuch. Natürlich auch, wenn man die Finger mal voll mit dem Dip hat. Und dann bekommt ihr die Handtücher hier im Doppelpack dann gleich dabei. Da können wir dann die Dipdose gleich schön reinpacken in den Karton. Dann passiert dann auch nichts, wird nicht beschädigt. Ihr habt hier natürlich noch an dem einen hier auch so einen Karabinerwirbel dabei. Könnt ihr das dann an der Hose festmachen. Also wirklich sehr praktisch, die zwei Handtücher und Ewalds Bestes der Dip. Dann bekommt ihr im Karton von uns zugeschickt. Seid schnell. Und das wollte ich nochmal sagen für alle Leute, die jetzt bestellen. Und Handtücher müssen wir übrigens gucken. Wir haben graue und blaue. Müssen wir dann halt gerade schauen, was da ist. Aber ihr bekommt auf jeden Fall zwei von den Mikrofaserhandtüchern dann dabei mit Ewalds Bestes. Und jetzt können wir endlich loslegen. Also, ich will angeln. Also ja? Im Klartext, wenn ich jetzt bestellen würde, würde ich jetzt zwei Handtücher und den Dip bekommen. Du hast es richtig verstanden, Ewald. Okay, wenn ich also, das verstehe. Also war die Sonne heute doch nicht ganz so schlimm. Nee. Gut, dann können wir jetzt Köder dran machen und loslegen, denn ich will angeln. Ich will sehen, was Ewalds Bestes der Dip kann, ob der was kann. Und ja, lass loslegen. Premiere für Ewalds Bestes, der Dip, so heißt ja nämlich die Geschichte. Es ist wesentlich rötlicher, vielleicht für den optischen Reiz. Also Aal und Zander sind ja jetzt nicht so die Augenräuber. Ja, aber schaden kann es ja trotzdem. Schaden kann es nicht. So, wir werden heute mit Tauwurm angeln, beide Routen mit also Tauwurm. Also du, nee, ja, du machst das. Ich habe was anderes dabei. Dann mache ich das halt. Ne? Aber beide Routen werden damit halt werden bestückt. Werden gedippt hier. Werden gedippt. Wo ist das Vorfach? Hier. Um direkt von 0 auf 100 hier loszugehen. 180. Ja, 180. Von 0 auf 180. Oder 680. Kann man ja auch sagen, habe ich irgendwo mal gehört. Ja. Tauwurm dran hier. Du hampelst so rum, ich kann das gar nicht filmen. Ja, hier. Ich muss gleich den Tauwurm erstmal waschen, sonst hast du die ganze Wurmerde da drin. Ne? Ja, das machen wir, das mögen wir nicht. Ja, dann. So. Ist wieder so die fettesten Tauwürmer besorgt. Na klar, wir wollen doch heute auch gut was fangen. Ja. Oder ich muss den Haken gleich anpassen. Muss ich an der zweiten Route gleich einen größeren Haken setzen. Anwenden. Nee, die Route ist für mich und ich mache was anderes dran. So. Habe ich dir noch nicht gezeigt, aber ich mache keinen Wurm dran. Ja. So, ich muss erstmal den Wurm ins Wasser dippen, damit die Wurmerde weggeht. Genau. So. Der erste Wurm wird jetzt getauft. Gregor. Ja, getaucht und getauft. Getauft. So, ich lasse ihn jetzt mal ein paar Sekunden da drin. Boah, der bewegt sich ja richtig. Ja, der bewegt sich, ne? Man kann, wie gesagt, den Köder auch etwas länger drin lassen. Mit einem Vorfach kann man hier vorsichtig verschrauben. Muss man natürlich aufpassen, dass man das Vorfach nicht beschädigt. Aber in der Regel dürfte da nichts passieren. Und ja, ich lasse ihn jetzt erstmal so ein paar Sekunden. Man kann ja auch einen schönen Boydy da drin einlegen. Ja, Boydys könnte man auch mal ausprobieren. Das schadet auf jeden Fall nicht. Das können wir mal auf jeden Fall alles machen. So, lasse ich nochmal hier den... Und jetzt gleich, wenn du rausholst, schön abtropfen lassen. Wir wollen ja nichts verschwenden. Ne? Ja, so ist das. So, machen wir... Direkt. Ja. Lass mal abtropfen. Jetzt ist er überall bedeckt. So, jetzt machen wir das aber, sonst sitzen wir noch. Wir wollen ja angeln. Warte mal, ich muss aufstehen, sonst kann ich nicht filmen. Ja, steh mal auf. Wir sind heute an einer besonderen Stelle, oder besonders ist er nicht. Hier, das ganze Uferbereich, das ist ziemlich verkrautet. Da kommt der Wurm nicht ganz auf Boden oder auf Grund. Deswegen muss ich mir eine etwas krautfreiere Stelle finden. Ich werde heute hier unterm Baum, hier unter dem Totholz hier fischen. Hat auch den Grund, dass hier so ein paar Wurzeln reinragen. Und da vermute ich vielleicht, dass der ein oder andere Aal vielleicht da drinne stecken könnte. Und vielleicht gegen Abend dann rauskommt und sich den Wurm schnappt. So, ausgelotet habe ich das Ganze schon im Vorfeld. So, kann ich schön
Ah, der Wurf war jetzt nicht so besonders. Kannst du noch mal machen. Kann ich noch mal machen. Das Aroma haftet. So. Ah, das sieht schon besser aus. Sieht besser aus. Pose steht schön schräg. Pose steht schief oder schräg. Da kommen auch diese Wolken hoch. Ja, ich war als Bestes halt. Ja, das ist wunderbar. So muss das sein. So, jetzt muss ich ja beim eigenen Ufer langlaufen. Und an mir vorbei. An dir vorbei. Pass auf, dass du dich nicht stößt. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht am Busch hängen bleibe. Und dann kannst du sie ablegen. Dann kann ich sie ablegen. Erster Biss, Pose wandert ab. Mann, im Hellen. Im Hellen. So, ich mache kurz einen kurzen Prozess. Weg. Nee. Was ist es denn? Oha. Ein Rekordbarsch. Ja. Naja, immerhin. Aber meine Pumpe war buff, buff, buff. Aber jetzt ist meine Pumpe... Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Naja, aber der erste Fisch hier mit Ewalds Bestes, der Dip. 2 Minuten lag der Köder. Ja. Ohne Witz jetzt. Ja, ist der erste Fisch ein Barsch, ne? Du weißt ja. Sag nicht, führ's nicht fort. Ewald fischt ja mit der Pose. Ich bin mehr der Grundangler. Und ich habe wirklich die, ja, ich glaube, das ist die einfachste Montage, die es gibt. Ein Laufblei hier auf der 35er Hauptschnur, dann ein Gummistopper, Wirbel und dann kommt das Vorfall. Ich glaube, das Blei ist hier 15 oder 20 Gramm. Mehr brauchen wir hier im Stillwasser nicht. Und dann ein stabiles Vorfach, ich glaube auch 30er oder 35er mit einem stabilen 4er, 2er, ich weiß es glaube ich nicht, ich glaube ein 2er oder 4er, ist auch egal. Auf jeden Fall diese Größe, ein Aalhaken. Also wirklich ganz einfach und das hat mir auch schon sehr viele Fische gebracht. Und als Köder, Ewald hat die Tauwürmer gehabt. Das ist ja, der wahrscheinlich Köder, der am meisten verwendet wird. Ich habe hier etwas drin, was ein Aal-Klassiker-Köder ist, der aber wahrscheinlich vielleicht bei vielen in Vergessenheit geraten ist. Bei mir zugegeben auch bis vor einiger Zeit, weil... Deine Stuhlprobe hast du mitgebracht. Nein, da wäre ich aber krank, wenn die so aussehen würde. Auf der Kamera sieht es ein bisschen, egal, fahre fort. Ich fahre fort. Und zwar, das ist Leber. Leber ist auch so ein Köder wahrscheinlich, womit dein Opa und der Entwickler von Ewalds Beste wahrscheinlich auch schon mal auf Aal geangelt hat, ist wie gesagt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich habe ihn gesehen, weil mein Hund, der frisst super gerne Leber und da hat meine... bessere Hälfte letztens Leber gekauft und da habe ich gesagt, okay, oder habe mir gedacht, davon musst du was abzwacken, denn damit kann man auch auf Aal angeln. Ewald, da kannst du mal reinfilmen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. So richtig schön bloody, ich nehme mal so ein Stückchen raus hier. Könnt ihr übrigens, in fast jedem Supermarkt gibt es Leber, müsst ihr also auch nicht in den Angelladen. Da werde ich jetzt mal ein Stück von abschneiden mit dem Messer und das kommt dann an den Haken. So sieht das Ganze jetzt aus, Stück von der Leber abgeschnitten. Und dann mehrfach auf den Haken gestochen hier. Und das riecht schon ganz gut, wer es mag. Aber das wird jetzt noch verfeinert, denn der kommt jetzt hier noch in Ewalds Bestes, der Dip rein. Rein damit in die Tunke. Lässe liegen. Ja, ja, lasse ich mal ein bisschen liegen. Okay. Reicht? Ja. Ja, gut, dann hole ich es jetzt raus, abtropfen lassen. Und ich zeige euch jetzt nochmal im Uferwasser hier, was passiert, wenn Ewalds Bestes der Dip mit dem Wasser im Gewässer ja, in Berührung kommt. Ja. So Leute, ihr seht es schon. Guckt euch das an hier. Man könnte meinen, man hätte... Aber das ist keine Wasserverschmutzung, also das ist kein Schweröl oder sowas. Man könnte meinen, du hättest da Diesel reingekippt. Nee, das machen wir garantiert nicht. Aber ihr seht, das ist schon ein Indikator für die Lockwirkung. Und ich würde sagen, jetzt kann ich meine Montage hier auch mal auswerfen. Ewald ist hier links unterm Baum, da in dem Totholz. Du hast geradeaus und rechts. Geradeaus und rechts darf ich? Darfst du, hast du vollen Spielraum. Dann mache ich das mal. Ich werde vielleicht da mal da ans Ufer ranlegen. Auf die andere Seite des Ufers? Nein, das ist mir zu weit. Aber vielleicht mal da unter diese Bäume. So ganz weit raus braucht man ja hier gar nicht. Das haben wir in den letzten Jahren gemerkt. Boah, schön. Mit den Mücken hier, das ist schlimm. Und die können wir jetzt auch ablegen. Und dann bin ich gespannt, was heute gehen wird. Gibt's doch nicht hier. Unterm Baum. Also ich habe wahrscheinlich wieder den... Du hast wieder den richtigen Platz. Ja, yeah, es hängt was. Ja, ich kann mir schon denken, was es ist hier. Dein Baumplatz. Ist es das, was ich denke? Es ist es. Ein Barsch. Ja, zwei Barsch. Also Barsche wollen sie schon mal ein haben. Ein Barsch, zwei Barsch. Das kann man ja schon mal festhalten. Barsch, ja, kein Problem. Nur in der die Größe ist noch vielleicht ein bisschen ausbaufähig. Das stimmt. Aber gut. Ich freue mich.
Ewald angelt ja mit der LED-Pose, da macht er nachher den Akku in die Pose rein. Und ich angel auf Grund und wenn es nachher dunkel wird, dann habe ich ein Problem, denn ich kann meine Rutenspitze nicht mehr erkennen, wenn es dunkel ist. Also sehe ich auch nicht, wenn ein Biss kommt. Und dafür haben wir unsere Tiplights im Programm. Unsere, ja wie soll man sagen, Ersatz oder der moderne Ersatz für Knicklichter, die man sich mühsam mit Tesafilm an die Rutenspitze früher gemacht hat. Und ich kann euch sagen, wir haben unsere Bimmel-Tiplights jetzt wieder vorrätig bei uns im Shop. Da habt ihr für alle Leute, die die Tiplights schon kennen, nicht nur die optische Bissanzeige hier, weil das leuchtet nachher, das zeige ich euch, sondern auch noch die Glocke hier dran und werdet dann praktisch doppelt informiert, wenn sich ein Fisch am Köder zu schaffen macht. Die Tiplights mit Bimmel, die waren eine ganze Zeit lang ausverkauft bei uns im Shop. Jetzt haben wir sie wieder da und es gibt natürlich auch wieder dabei unser verbessertes Ladegerät, unser neu konzipiertes Ladegerät mit zwei Akkus, die hier schon in dem Ladegerät drin stecken. Und ich würde sagen, es wird langsam dunkel und da kann ich schon mal das erste, das Tiplight, ich brauche ja heute nur eins, weil ich habe ja Fische heute nur eine Rute, da werde ich jetzt mal eins davon aktivieren und mir schon mal an die Rute dran machen. Ewald, rot oder gelb? Gelb. Gelb, okay. Dann mache ich jetzt mal das Tiplight parat und dann kannst du schon an die Rutenspitze ran. Ewald hat gesagt, ich soll heute das gelbe bzw. das grüne Tiplight, weil das ist ja eher so ein gelb-grünes nehmen. Und für alle Leute, die es noch nicht kennen, ich zeige euch mal kurz, wie das funktioniert hier. Zwei Bestandteile, das Tiplight, das ist der Körper, das hier ist die Spitze. Die spitz zulaufende Spitze, wie der Ewald immer sagt, das ist schon ein geflügeltes Wort. Da hast du dich aber jetzt ja, fest. Ja, da habe ich mir was. Gefahren so, der Akku, einer von den Akkus, der im Set dabei ist, den packt ihr hier rein in die Spitze und ihr seht schon, wie das leuchtet. Wie ein Uranstab. Ja, heller als jedes Knicklicht, finde ich. Und ihr müsst nie wieder Knicklichter kaufen. Die Akkus könnt ihr ganz einfach aufladen in dem Ladegerät, was dabei ist. Und dann schraubt ihr das Ganze hier dran. Demonstriere ich euch auch nochmal. Zack, da ist auch eine Dichtung, dass es nicht nass werden kann. Dann ist das Tiplight schon einsatzbereit. Und für alle Leute, die jetzt maulen, das mit dem Bimmel, das ist mir beim Montieren zu viel. Ihr könnt die Bimmel natürlich auch abmachen hier. Und könnt das dann ohne die Bimmel nutzen oder auch ohne die Bimmel montieren, wenn ihr wollt. Und dann steckt ihr das nachher wieder drauf hier. Zack. Und dann habt ihr die Bimmel einsatzbereit. Jetzt muss ich es nur noch an die Rutenspitze machen und dann kann die Nacht kommen. Tiplight kommt jetzt, oder das Bimmel-Tiplight kommt jetzt an die Rutenspitze. Damit es nicht die ganze Zeit nervig bimmelt, mache ich die Glocke mal wieder ab. Lege ich hier auf den Eimer. Jetzt klappt ihr hier unten diesen Verschluss, der da dran ist, den klappt ihr auf. Da befindet sich auch eine Schaumstoffeinlage. Boah, die Mücken sind heute wieder schlimm hier an dem See. Also die Schaumstoffeinlage ist dafür da, dass auch der Rutenblank nicht beschädigt werden kann. Dann hier rein in die Halterung. Das Ganze, boah, die Mücken fliegen mir auf den Finger hier drauf. Das Ganze festklippen. So, jetzt ist es fest. Ihr könnt das auch noch ein bisschen hin und her schieben, wenn ihr wollt. Und das hält wirklich sicher. Jetzt noch die Bimmel dran. Und dann kann es losgehen. Der Vollständigkeit halber habe ich jetzt den zweiten Akku, der bei dem USB-Ladegerät Z dabei ist, auch mal in die rote Spitze gepackt, damit ihr das mal seht, wie schön das leuchtet. Rot und gelb bzw. grün hier im Set dabei. Aber hier packe ich es jetzt wieder raus, denn wir fischen ja heute nur mit der gelben bzw. mit der grünen Spitze. Und jetzt werde ich die Montage mal wieder rauswerfen, denn durch das Gelaber hier habe ich meine Köder oder habe ich die Leber gar nicht im Wasser. Und ein Köder, der nicht im Wasser ist, der kann ja auch nichts fangen. Mittlerweile ist die Dämmerung richtig schon am Start. Darum habe ich hier die Pose schon mit dem Akku hier bestückt. Die leuchtet schön rot. Genau. Lippenstift rot. Ne? Schön, ja, schön, ja, schön, ja, ja. Schön. Ich bleibe aber meiner Stelle treu, auch wenn ich mich jetzt vielleicht noch durch die nächsten zwei, drei Barsche kämpfen muss. Vielleicht verziehen die sich mit der Dunkelheit oder so. Und ich bleibe der Stelle treu. Die Stelle ist sehr interessant und ja, ich probiere es weiterhin mit Wurm. Und wenn ich jetzt noch einen Barsch fangen sollte, kann er nur größer werden. Ich weiß nicht, oder gleich groß. Oder, ja. So Leute, es ist dunkel. Jetzt beginnt eigentlich die gute Zeit hier für die Premiere. Ich habe auch schon die Kopflampe in der Hand. Aber Premieren-Crasher jetzt. Ja, so viele, Ewald berichtet. So viele Premieren heute.
Gut, ich berichte. Ich habe mal kurz eben einen Anruf bekommen von meiner besseren Hälfte. Die ist nach der Spätschicht zum Parkplatz gegangen, wollte ins Auto steigen, was man halt so nach der Arbeit macht. Zündung umgelegt, Auto springe ich an. Toll. Toll. Die Aufgabe eines guten Partners ist natürlich, jetzt was zu machen, Gregor? Angeln zu gehen. Ja. Angeln, ja, beim Angeln bleiben. Du würdest auch bei der Beerdigung angeln gehen. Nein, liebe Leute, ich muss dann, denke ich mal, erstmal losziehen. Das musst du wohl. Ja. Kannst ja nicht auf dem Parkplatz nachts stehen lassen. Ja, das ja geht Quatsch. Nicht. Ich fahre gleich da mal hin, hol sie ab, setze dann sicher zu Hause ab. Und wenn ich es schaffe, ja, komme ich nochmal vorbei. Wenn nicht, dann nicht. Ich weiß ja nicht, was mit dem Auto ist halt. Ne? Ja, das Problem ist jetzt natürlich, eigentlich könnten wir jetzt hier abbrechen. Ja, weil alleine hier irgendwie filmen ist ja auch irgendwie blöd. Nee, das ist ja Quatsch. Guck mal, dass du vielleicht alleine klarkommst. Vielleicht schaffe ich das innerhalb von kürzester Zeit. Ja, du musst ja noch da hinfahren, also das wird schon noch dauern. Und, aber ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier trotzdem sitzen. Ja. Ich nehme deine zwei Routen. Ja. Irgendwie mit dem. Ja, filmen ist natürlich jetzt irgendwie doof, allein ich muss es irgendwie mit dem Stativ machen. Man muss es wie früher machen vor. Ja, vor das stimmt, Jahren. Aber das war ja auch schon nicht so doll. Also, ja. Wir werden es irgendwie mit dem Stativ machen. Du guckst jetzt mal, dass du nach Hause kommst, erstmal oder zum Parkplatz die bessere Hälfte abholen. Und ich baue mir das Stativ hier auf Und guck, dass ich hier irgendwie den Test noch zu Ende bekomme. Ja, vielleicht geht ja noch was und sonst, ansonsten rufst du an, dann komme ich auch ganz schnell. Ja, ja, was ja. Ich bei meiner besseren Hälfte machen würde, würde ich auch bei dir machen, mein Freund. Mhm. Also nicht das, was du denkst, aber. Naja, komm. Naja, liebe Leute, ich versuche mich zu beeilen. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal. So, Leute, Ewald ist weg. Ich habe die Kamera jetzt hier aufs Stativ gestellt. So wie früher, so wie ganz zu Beginn von Big Fish Media, als ich mich immer mit dem Stativ selber gefilmt habe. Ja, irgendwie ist das nicht so optimal, ist ärgerlich, dass ich jetzt hier alleine rumhängen muss. Die Frösche quaken, Ewald quakt nicht, dafür quaken die Frösche umso lauter. Auf jeden Fall, die beiden Routen habe ich jetzt hier stehen, meine Grundroute, die Posenroute vom Ewald liegt da hinten noch, oder die Posenmontage liegt da hinten noch in dem Totholz. Tja. Was soll ich jetzt sagen? So richtig weiß ich auch nicht, was das jetzt hier noch geben soll. Bisschen mache ich auf jeden Fall noch, weil ich will das ja noch, will ja auch gucken, ob der Dip was bringt. Aber optimal ist das alles nicht. Und ja, mit der Filmerei müsst ihr entschuldigen. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Und mal gucken, was sich jetzt hier noch tut. Vielleicht kommt der Ewald ja nachher noch wieder und wir können weiter filmen. Aber wer weiß. Leute, Ewald, halbe Stunde weg. Ich habe noch ein bisschen gefilmt zwischendurch. Und dann ging auf einmal hier die Posenroute, die Posenmontage vom Ewald, bam, weg. Ich hin zur Route, weil da in dem Totholz, da hatte ich Angst, dass da irgendwas, bei so einem Biss, das war ja nicht wie bei den Barschen, bam, war die Pose weg. Ich Anhieb gesetzt, Kamera habe ich total vergessen gehabt. Und dann so ein krasser Drill. Und dann habe ich den hier mit Mühe und Not, der Kescher lag noch hinten bei der anderen Route, bin ich da noch hin, habe den Fisch dann im Kescher gehabt. Und jetzt habe ich den hier erstmal in meine Eimer reingepackt hier, weil es ist ein Aal, das kann ich schon sagen. Und so einen kleinen Aal, den hätte ich euch ja vielleicht hier noch gezeigt. Aber das ist so eine Monsterschlange, die wollte ich hier erstmal sicher haben, weil ihr wisst es, beim letzten Mal ist mir der Aal abgehauen. Das wollte ich nicht mehr riskieren. Der Aal ist jetzt hier drin, das ist, glaube ich, mit der größte Aal, den ich in meinem Leben gefangen habe. Auf die Posenmontage vom Ewald mit dem Wurm und Ewalds Bestes, der Dip. Wie geil ist das denn? Ich muss jetzt mal das Stativ hier neu ausrichten, damit ihr den Aal mal sehen könnt. Ich habe den Deckel drauf gemacht, denn da habe ich schon Angst gehabt, den anzufassen. So ein Monster ist das. Und ja, ich mache jetzt das Stativ hier mal hin, dann mache ich den Deckel mal auf und dann könnt ihr mal sehen, was da für eine Schlange drin ist. Ich hoffe, das passt jetzt mit dem Stativ hier, was ich mir eingestellt habe. Jetzt mache ich mal den Deckel auf. Ja, guckt euch mal an, was da für ein Monster drin ist. Ich hoffe, man kann das eben das richtig eingestellt. Allein ist natürlich blöd, das verzerrt ein bisschen. Aber ich guck mal, dass ich ihn einmal rausheben. Ganz, guck mal, wie fett der ist hier. Boah, der Kopf ist verlasst schon so dick wie meine Faust.
ist das ein Oschi hier. Guckt euch das. Boah, meine Herren, ey. Wenn das der Ewald hört, auf seine Route, guckt euch diese Schlange an. Boah, meine Herren. Schnell den Deckel wieder zumachen. Guck, ich kipp ihn noch einmal, vielleicht kann man es besser sehen. Ist das ein Monster. Boah, der hat doch bestimmt einen Meter oder so. Ich habe mir gerade die Aufnahmen jetzt nochmal angeguckt, hier vom Stativ oben reingefilmt. Das wird der ganzen Sache überhaupt nicht gerecht, was das für eine Schlange hier, was das für ein Monster ist. Ich wünschte, ihr könntet dabei sein und das hier live erleben. So ein Gerät, also ich gehe jetzt das Risiko einmal kurz ein und hole den einmal aus dem Eimer raus hier, damit ihr wirklich mal die Dimensionen sehen könnt. Boah, hoffentlich geht das gut. Boah, nee, der. Da merkst du schon, wie sich die Muskeln so zusammenkrampfen von diesem. Aha. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Einmal kurz. Boah. Guckt euch das an hier. Boah, ist das ein Monster. Schnell wieder rein. Boah, der springt mir gleich noch aus dem Eimer raus. Das darf nicht passieren. Ich hoffe, man hat es jetzt sehen können. Ich glaube, das ist der größte Aal meines Lebens hier. Einfach der Wahnsinn. Ewald will noch mal vorbeikommen. Der will sich natürlich diese Schlange hier nicht entgehen lassen. Und ja, ich packe jetzt hier erst schon mal alles zusammen, weil ich höre jetzt auch auf zu angeln. Was soll jetzt noch kommen? Also ich bin total perplex. Ewalds Bestes, der Dip bringt mir direkt hier den Aal meines Lebens. Und ja, wie gesagt, Ewald kommt jetzt noch rum. Ich hoffe, dass ich dann schon das Gröbste hier alles zusammengepackt habe. Dann kann der mir nämlich auch noch dabei helfen, das ganze Plüngel zum Auto zu tragen. Ist ja auch noch wenigstens für was Nütze heute. Und ja, das mache ich jetzt. Und dann melde ich mich gleich, wenn der Ewald da ist. Leute, ich höre Schritte kommen. Das könnte er sein. Ja, das ist er auch. Das ist er auch. Hier, ich habe dir schon mal das Mikro parat gemacht. Jawohl. Kannst du dir dran machen. Hallöchen, liebe Leute. Was ist mit dem Auto? Keine Ahnung. Batterie ist es nicht. Wir haben versucht, den mal kurz, also nicht kurz zu schließen, sondern hier zu überbrücken mit Kabel und sowas. Das geht nicht. Wahrscheinlich müssen wir den abschleppen lassen. Na, das könnte ja wirklich teuer werden. Da bist du eigentlich Profi drin, aber egal. Den abschleppen? Zeig mir mal den ja, Aal. Ja, Moment, nicht so hektisch. Ja, ich knie vor dem Aaleimer. Ich bin jetzt gespannt. Also wenn da jetzt ein Schnürsenkel drin ist, ne? Ja, mach mal auf, da wirst du gucken. Wo ist denn hier? Alter. Ja, ich hab's dir ja gesagt. Das wäre ihr Preis gewesen hier. Maria. Das wäre ihr Preis gewesen. Hier, ich halte noch mal rein hier. Jetzt kann ich ja besser reinhalten. Mit Stativ war ja kacke. Meine Herren. Ja, und das ist schon ein großer Eimer. Hat der einen Meter? Was denkst du? Ja, ne? Ich muss so machen. Ja, ja, ich sagte ja. Meine Herren. Krass, ne? Alter, da hast du jetzt aber echt mal einen rausgedödelt, ey. Und was für einen? Boah. Mega, ne? Heftig. Boah, richtig dick. Wahnsinn, ist ein richtiger fetter Aal. Auf deine Tauwürmer mit dem Dip. Habe ich nochmal reingemacht, immer gesagt, immer dippen. Und dann. Ich bin sprachlos. Also, Gregor, da hast du echt mal einen rausgeknüppelt hier. Ja. Ehrlich? Wahnsinn, ne? Mach den Deckel schnell wieder nicht zu. Schlecht, Herr. Der ist mir auch nicht abgehauen. Ja, Gott sei Dank. Also, da hättest du mir irgendwas erzählen können, wenn du mir den nicht präsentiert hättest. Ja, hättest du nicht geglaubt, ne? Hättest du nicht geglaubt. Komm, noch mal werfen, ne? Ja, jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt ist Schluss. Ich muss nach Hause. Ja, okay. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier Schluss für dieses Video. Würde ich auch sagen. Du hilfst mir noch das Zeug zum Auto tragen, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Ach, du bist halt doch ein Freund. Dafür hast du mich ne? ja geholt. Du bist halt doch ein Freund. Ja, ja gut, dann tragen wir jetzt das Zeug zum Auto. Ich würde sagen, es war trotzdem, obwohl der Ewald abhauen müsste, eine Hammer-Premiere für Ewalds Bestes, der Dip. Alles ein Happy End. Wenn ihr es haben wollt, ich denke, der Dip wird in nächster Zeit noch von sich reden machen. Wenn ihr zu den Ersten gehören wollt, die den Dip haben oder die den Dip auch fischen bei sich am Gewässer, Link in der Videobeschreibung. Zögert nicht zu lange. Ich glaube, es wird wieder richtig abgehen. Und wir dürfen uns danach wieder auf ein paar Nachtschichten einstellen. Ja, ich fürchte es auch. Aber wir lassen euch natürlich gerne teilhaben. Und jetzt ist hier Schluss für dieses Monster-Video. Ja. Ich weiß immer noch nicht so recht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Petri, ciao, ciao. Heil.